Also ich weiß nicht, manchmal orientiert, glaube ich, oder so, ich habe keine Ahnung. Boah, ich sehe Top X. Also wenn der mich nicht durchzieht, ne, dann weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich hat er jetzt aus Spaß eine Fun-Waffe genommen und chillt jetzt erstmal so sein Leben. Egal, ich mag Turmkommando eh viel lieber als Muschelchaos. Habe ich auch noch mal mitgenommen. Sehr schön. Das hat, glaube ich, für einen guten Push gesorgt. Ah, ärgerlich, ey. Ich bin extra nicht auf den Turm gesprungen, ey. Weil ich dachte, das ist bestimmt unsicher. Krass. Obwohl ich eigentlich mich weggerollt habe, hat die Airbrush mich nur erwischt. Ich dachte, man kann den Titan runterschießen. Sah jetzt für mich nicht danach aus. Sehen wir eigentlich. Nee, ist er nicht. Zumindest laut Twitter. Aber ich glaube, dann muss man ihn selbst fragen, ne? Also. Ne, da will ich jetzt nicht urteilen drüber. Lol. Leute, ich habe doch sogar noch das Knirren gehört. Ach, ey. Boah, der hat das eine Tabletop-Abzeichen. Ich muss sagen, da bin ich immer so. Der hat das bestimmt nicht legit geholt, auch wenn er Silberabzeichen X-Kampf da bla hat. Schade. Weil man das ja auch über eine Dingens irgendwie so eine Hardware-Blage holen kann. Das habe ich meinem Ding ins Video gesehen. Aber andersherum, boah, weiß ich nicht, seit wann gibt es Max-Rang Table Turf? 999? Weiß ich nicht, ob man das wirklich, also, na gut, wenn er die Zeit da rein investiert hat. Ups. Nice, nice. Bop, 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 bop. Oh.
Dieser verzweifelte Sniper-Schuss. Sehr schön. Sehr schöne Special Use. Guck mal, Tom Kommando läuft einfach jetzt offiziell besser. Vielleicht sollte ich PvP sogar auch eben eher abends oder mittags, keine Ahnung. Die beste Taktik gegen Kraken: aufgeben, wegrennen, weinen. Meine Strategie ist das. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Einer steht am Spawn, der andere geht dann weiter und dann der nächste noch weiter. Und dann gibt man sich immer so Rückendeckung. So. Wenn einer sich dem einen Sniper nähert, dann muss der hinter ihm in Rückendeckung gehen. Boah, das wäre so lustig, wenn das funktionieren würde. Boah, einfach mit 4 Chargern sich über die ganze Map Rückendeckung geben, ey. Quasi Challenge Battle mit Sniper. Lol. Traurig. Ach ja, ich habe ja jetzt auch wieder... Ach nee, gar nicht wahr. Da ist der, Top 500 Spieler. Ich wollte gerade... Schade. Ja, bin trotzdem wieder mit dem drin. Und bin ich gegen. Ja, und deswegen werde ich jetzt den Aufstiegskampf verlieren, weil Nintendo wieder einfach ein scheiß Drecksunternehmen ist, was einfach sowas wie Online einfach nicht beherrscht. Schade! Danke an Nintendo nochmal für diesen sehr demotivierenden Disconnect. Schade. I tried. Keine Tinte, lol. Da sind auch wieder alle tot. Ich muss sagen, wenn es so weitergeht, werde ich wahrscheinlich gar nicht in den X-Kampf reinkommen, weil wenn Nintendo einfach sowas nicht hinkriegt, dann... Also ich sag mal so, wenn mir der Spaß vergeht, es wäre nicht das erste Mal, dass ich X-Kampf einfach nicht weiterspiele. Ich habe ja letzte Season ja auch nicht mehr weitergespielt. Dann verliert halt Nintendo wieder eine Season dank einem weiteren Spieler. Hatte letzte Season auch keinen Bock mehr gehabt, weil es einfach nicht funktioniert hat. Weil sowas halt wieder, wie jetzt zum Beispiel mit Nintendo Online zustande gekommen ist. So, was sollte das? Warum werde ich aus dem Spiel gekickt? Jeder andere kann da durch das Spiel laggen. Bis zum geht nicht mehr. Und dann fliege ich einfach random aus dem Spiel. Ja, Nintendo, du kannst mich auch am Arsch lecken, ey. So einer Pissfirma würde ich noch Geld geben. Also ganz ehrlich, das ist doch... Also ich habe ja auch, glaube ich, auch wieder... Irgendwo habe ich in einem anderen Stream erwähnt... Ich hoffe, Nintendo versaut die nächste Konsolengeneration. Ich hoffe, die nächste Switch wird einfach wieder ein Flop. Ich glaube, Nintendo braucht das. Nintendo braucht mal wieder Versagen, dass sie sich mal wieder mal bemühen müssen für eine Konsole. Sie brauchen mal wieder eine Wii U. Das muss nicht eine Switch 2 werden, sondern eine Wii U 2. Dass Nintendo einfach mal wieder merkt, boah, wir müssen uns jetzt mal wieder den Arsch aufreißen, damit unser beschissenes Produkt erfolgreich wird. Also ich würde es Nintendo gönnen. So, also ich bin jetzt bei dem Punkt, wo ich echt...
Ah, sowas. Ja, sowas motiviert, demotiviert einfach. Packt halt ab. Ich meine, kann ja nicht sein, dass ich jetzt einen Monat lang. Ja, was heißt Monat, ne? Ich meine, ich spiele jetzt ja auch nicht durchgängig, ne? Aber. Weiß ich, dann lasse ich halt X-Camp. Weiß ich, vielleicht konzentriere ich mich dann demnächst mehr auf Revierkampf und. Salmon Run. Also so wichtig ist mir das dann auch nicht. Yo, der kann einfach hochschießen, hätte ich das gemacht. Egal, ist halt. Am Turm? Nein, ja, nein, nein, ja, nein, nein, ja, nein, nein, ja, krass, okay. Aber trotzdem, es ist ja jetzt wieder 2-2, hätte nicht sein müssen, aber gut. Müsste ich das Auto offline gehen? Oha, an einem Sonntag, ich dachte es zu. War das nicht irgendwie so Samstag aufladen gehen, weil, also eigentlich Donnerstag, weil ja zu hat. Jetzt haben wir Sonntag. Ich wusste nicht, dass Sonntag offen hat. Hä? Tschüss. Mal ein bisschen Randale machen. Oh. Ah, shit, ich bin tot. Führung, perfekt. Boah, jetzt einfach bis zum Ende bringen, ey. Da ist ja auch noch ein Checkpoint. Ah, shit. Ah, die Pfeile, ne, aber. Boah, ich kann ja hinspringen mit Sprunginfiltration. Bring das Ding einfach nach Hause. Jo, Booyah-Bombe passt, sehr schön. Krass. Warte mal, Zeit hier. Muss sagen, nach der Aktion von Nintendo habe ich es auch irgendwo verdient. Weil sonst wäre ich einfach rausgeflogen, weil Nintendo Online versagt hat. X-Curve, I'm coming! Nur noch Golden X-Badge und dann wärst du der 100% Japaner. Jawohl. Machen wir mal.
wie fühlst du dich jetzt? Ich habe das Bedürfnis. Wo bin ich? Warum ist hier Rain? Oh nein, ich bin hier, glaube ich, in Open drin, ne? Ups. Ich fühle mich gerade ziemlich dämlich, dass ich mich in versehentlich in Open reingeschlichen habe. Was ein Blödsinn. Egal. Jo, bin ich mich ziemlich dumm. Naja, schauen wir mal. This way. Oh, ich will kein Splash dann, lol. Auch die Punktevergabe ist random. Vorstellbar so, verlierst eine Runde, Kiss Plus. Ah, shit. Hä? Ah, weg hier! Ah, gut, bin ich ja quasi entgegengesprungen. Ich hätte wieder eine Squidroll machen können. Aber wenn ich heute noch Revierkampf jage danach. Also ich wollte hier nach für 2 Stunden Revierkampf noch spielen. Wobei ich überlege, in den X-Kampf noch zu gehen, also. Aber vielleicht mache ich das einfach beim nächsten Mal. Ah, jetzt. Ja, genau, so von 14 bis 16. Ich werde nie vergessen, wie ich eine Kanone so verdaddelt habe. Hm, ich hätte vielleicht durch den Gang gehen sollen, ne? Mhm. Boah, der macht das da voll. Splatling, die könnte da wahrscheinlich weiterhin noch stören, ne? Wobei ich glaube, die steht nicht mehr da, ne? Ah, der hatte die Kanone! Aber ich kam ja auch nicht viel weiter, lol. Was macht ihr da hinten? Ein Disperser, ist das nicht Meta oder so? Müsste ja nicht ein bisschen weiter vorne und nicht so weit hinten, aber gut. Vielleicht bin ich auch einfach doof. Und lieber falle ich ins Wasser, als von dir zu sterben! Oh Gott, der tötet uns beide und der fällt ins Wasser. Oh, das ist so traurig. Ich weiß nicht, was trauriger ist, dass er uns beide erwischt hat oder er ins Wasser gefallen ist. Keine Ahnung. Funny. Warum schießt er denn dahin? Nein, ich spring dahin. Na, keine Tüte, fuck, fuck, fuck!
Mann! Jetzt muss ich mir ja bei den Rainmaker-Siegen einen dazu packen, dann. So. Wie dumm ist denn das? So, jetzt gleich raus hier. Also ich habe das Gefühl, wenn man einmal schlecht gerankt ist, ist es ganz schwer mit Leuten gematcht zu werden, die nur Power haben. Ist ja nichts so. Ich habe das Gefühl, dass meine Placement treffe ich nicht so gut gegen Gegner, aber vielleicht. Ich weiß nicht, wer das war, doch Vini. Immer du. Ah, ich hab ihn getroffen, schade. Spiel Mike allererst. Keine Ahnung. Ich würde aber sagen, ich finde auch generell in X eben reinzukommen, ja, da sollte man schon gucken, dass man echt am Anfang. Weil die Mates werden ja auch immer schlechter. Umso mehr die Mates schlechter werden, umso mehr muss man dann ja auch selbst tragen vom Spiel. Also es kommt halt eben immer darauf an, wie gut man in dem Spiel ist. So, wenn du jetzt selbst krass bist. Getroffen. Was machst du denn da hinten? Du bist doch ein Slusher. Musst du nicht irgendwie nach vorne slushen und nicht irgendwie hinten? Oder bist du schon im Eimer? Lol. Na, das Licht kommt ja nach unten. Na gut, vielleicht kann mein Team so lange nach vorne pushen. Na, natürlich ja bestimmt nicht ärgerlich. Kevin! Heißt der. Ich hatte das Blästern und ich wollte den töten, aber diese scheiß Pisse da. Wo ist mein Team? Ah, hinter mir der Blaster. Ja, ich wollte Druck machen, aber ich war nicht schlau genug. Ja, ich hätte vielleicht nicht springen sollen. Ich spring trotzdem nochmal, lol. Oh Mann, ich hätte nur ein paar Sekunden länger drauf bleiben müssen. Ja, Mann! Okay, ich glaube, ich sollte da jetzt nicht hinspringen. Jo.
Ich weiß nicht, ob ich damit zufrieden bin. Ja, ärgerlich. Führungen jetzt. Schade. Was dann 3 gegen 4 gewonnen, ne? Da merkt man, wie schlecht der vierte war. Manchmal. Die schwierigste Stufe in X ist es, aus diesem unter 2000 Loops rauszukommen. Ja, das habe ich auch schon. Man kann nicht sehen. Das findest du gruselig? Wenn du das schon gruselig findest. Nedo gestern auch einfach auf Twitter. Ich poste ja immer so, wenn ich Badges bekomme. Und da, wo ich die 10er sehe, also 10 Serien geschafft habe, einfach Nedo so, hat sich selbst am Hintergrund gesehen. Wer ist dieser coole Dude denn, ey? Nedo Classic. Typischer Nedo einfach. Na, ich wollte wegdutschen. Den hätte ich eher kriegen müssen. Also ich habe überlegt, wegen Kanalmotto, dass, ob ich das einfach demnächst über abstimmen lassen über Kanalpunkte so. Dass ich quasi da entscheiden lasse. Ich werde dann einfach 3 Dinger aktivieren, so diese Kanalherausforderung. Über Kanalpunkte. Und dann kann man, glaube ich, da einfach reinpacken. Ich weiß auch nur nicht, welche 3 ich nehme. Aber so kann man dann zumindest ein bisschen Einfluss auf das Kanal-Dings. Das würde ich dann ab dem Sommer so, weiß ich nicht, vielleicht nach der Gamescom machen. LOL! Wie hat er mir so viel Schaden zugefügt? Ich meine, nachdem ich jetzt 4 Doom spiele. Achso, stimmt, ich habe mir auch den DLC von Doom mal geholt. Von Doom Eternal. Oh, Leuchten runtergefallen. Oh, wie dumm. Oh, gut, dass der viel besser ist als ich. Weil, wenn schon richtig. Die Bombe, lol, die ist runtergefallen. Oh, warum bin ich denn nur kacke? Ah, das ist hinterher gekommen. Ich dachte, er will mich ab woanders abfangen. Komme nicht gegen an, schade. Jo, kein erwischt schon den. Und den habe ich auch nicht, schade. Hey, warum habe ich denn auf den Boden geguckt? Verstehe ich nicht. Ist das, soll das so sein? Wie kann der mich da einfach easy abfangen? Der steht da bei 2 Leuten und der
Das ist vollkommen okay für mein Team. Wie konnte der mich abfangen? Es lebt auch wieder nur der Sloscher, ne? Und der ist in seinem Ninja-Ding drin. Ah, Mann. Ja, genau, also, ne, gewinnst du. Magolor! Was ist das denn? Hast du Lust, mit mir zu verlieren? Hallo. Chaos! Oh, ich hab den Sniper noch erwischt. So, was mit dem Turm passiert? Ja, okay, der geht nach vorne, sehr schön. Ah, zwei Kills! Mein Splashdown ready? Ich glaube schon, ne? Oh, ich lenke den Splatter ab. Ah, scheiße! Ärgerlich. Ey, aber wir haben einen guten Push gemacht. So, jetzt nicht nachlässig werden, Magolor. Oh, ein Trade, schade. Ah, schade, hat er mich nicht. Versuch mal von hinten. Ja. Ich komme da nicht ran und mein ganzes Team stirbt immer. Die sind einfach schon bei 18. Was ist da los? Wieder tot. Wow, good job, ey. Good job, ey.
jetzt gar nichts schön, weil jetzt habe ich keine Lust mehr. Weil jetzt ist meine Serie tot. Jetzt hat Team gezeigt, dass auch mein Team keinen Bock hat. Ich war... how? Ey, die sind einfach so von Zero to Hero einfach durchgebrochen. Und der schießt einfach durch das Ding. Ich würde auch gerne mal durch diese Pisse schießen. Jo, natürlich. Krass, also ich wünschte, ich hätte auch so ein Aim. Wie kann der denn da hochslashen? Wie ist das denn realistisch? Das... Wie? How? Warum kann er das? Warum geht das überhaupt? Jetzt vielleicht nicht durchpushen lassen. Gerade. Die Map ist aber auch meiner Meinung nach überhaupt nicht gut, ey. Während der Turm da ankommt, hat man auch einfach 100 Jahre High Ground. Komm hier drauf, der kommt, die kommt einfach durch. Damn! Was eine Rotze, ey. Hey, ich darf weiterhin in der Serie bleiben. Denn jetzt hier, was spielt hier für Splatfest Pro Mode eine Rolle? Ah, okay. Boah, Magolor! Andere Leute wären stehen geblieben, habe ich gehört. Und deswegen kämpft man bis zum bitteren Ende. Erst wenn das Match vorbei ist, ist verloren. Deswegen gibt man nicht auf. Ah, der Pinsel ist bei uns. Oh, lol. Warum? Ah, da kommt der. Hä? Da war doch literally noch niemand hinter mir. LOL. Hä? Wo ist denn... Wo sind die Schüsse von denen? Ich... Kann ja sein, dass er am Längen ist.
Wie? Hä? Also mal ganz ehrlich, warum stirbt denn keiner? So, Triple Kill, nur noch der Bogen. Let's go! Pushen, pushen, let's go! Ab nach vorne! Support! Surrender! Lass mich in Ruhe! Scheiß Stinkewocke, kannst du hier sonst wohin stecken? Boah, ich wollte gerade sagen, irgendwann kann doch nicht sein, dass sie unverwundbar gegenüber meiner... Oh, das war nicht meine Bombe. Das war so armselig. Aber hey, wir haben, glaube ich, mal ganz guten Push geholt. Nein! Oh Mann, ey! Wir waren doch gerade am Führen. Okay, Magolo war es nicht, weil er hat die Löschi-Doppler. Die Doppler, die Enrage gehen, wenn sie mal rollen. Wie habe ich das überlegt? Keine Ahnung. Ich bin unverwundbar. You can touch me. Ja, fuck. Nein. Ich bin einfach zu Magolo. Na, jetzt ist vorbei. Kein Mensch kriegt einen 3 gegen 4 Push wieder hin. Verteidigen ja, aber... Naja, immerhin kein K.O., das heißt, es gibt zumindest ein bisschen und es gibt keine Minuspunkte. Wegen andere Leute wären stehen geblieben. Ich meine, ich habe vorhin schon gehabt, der ist bei... In Muschelchaos, da hatten die Gegner, weiß nicht, uns bei auf 52 runtergebracht und blieb dann stehen und hat einfach aufgegeben. So, wie gut ist der Spieler mit der Waffe, mit der Waffe, mit der Waffe, in dem Modus, dem Modus, dem Modus. Hier ist, glaube ich, einfach die Erwartungshaltung, so wie du spielst, spielst du immer. So, da ist nichts mit. So, Kirbys Beispiel zum Beispiel, er spielt Healer, wenn er DPS Tank macht, dann ist er aufgeschmissen. Da ist einfach die Erwartung, yo, spiel halt Healer weiter, so nach dem Motto. Selbst schuld, so, wenn du wechselst. Ja, den habe ich mitgenommen. Ja, bringt nichts, der Turm geht wieder zurück. Schade, schade, schade. Ja, ein Kraken, aber der ist runtergefallen, lol. Bombe wahrscheinlich, ne? Ja, da habe ich nicht gesehen.
Wenn nur noch der Bogen lebt. Never mind. Okay, dann hoffe ich. Ja, okay, jemand ist auf dem Turm. Ich glaube, der hat sich einfach. Ich glaube, keine Ahnung, der ist irgendwie stehen geblieben. Ich glaube, der hat Splash Chance gesehen und einfach aufgegeben. Der ist nicht gestorben? Krass. Ich meine, ja, der hatte Rüstung, aber. Ist nicht gestorben? Wipeout, okay, schade. Ah, jetzt zwei Treffer nur. Und wieder so krass durch. Verteidigen? Nein? Okay. Nein, ja, ich weiß noch. Wieder so vorpushen, ey. Ah, wo ist der Rest? Da hinten. Okay, das ist einfach. Ja, passt, passt. Ah, scheiße. Und es leben ja nur noch zwei. Der eine ist gerade gespießt. Von daher, let's go. Geh weg, gehen. Get out of my way! Apropos, get out, get on the tower. Oh, Sieg! Boom! Direkt selbst Waffenmatchmaking. Ja klar, das ist ja wie ein weiterer Filter, ne? Es wird ja ne. Da müssen ja auch erstmal die richtigen Waffen gefunden werden und ähnliches. Sehr schön! Also, von daher. Aber Nintendos Matchmaking ist manchmal so, oh, wir haben zwei Sniper. Ich glaube, die packen wir zusammen. Das ist ein Pärchen, lul. Ja, und dann ist es Banane. Allein sowas zum Beispiel, ne, dass man... Wobei, mir wäre es lieber, wenn man mehr auf Skill-Based Matchmaking achtet, so. Ja, und dann gibt es so Runden, wie die Master hatte in Challenge Battle, wo es zufalls Waffen gibt und dann gibt es drei Sniper in einem Team. Lol. Oder das gibt's ja, sieht man, also sehe ich ja mehr in Big Run oder beziehungsweise in den Zufalls. Ah, okay, das war zu viel, das war zu viel. Dieses Gute. Wo ist eben noch der Gutübe? Warum ist eigentlich Aufstiegskampf so viel nerviger als normales S+? Ich fuck den jetzt so ab. Warum? Gut, vielleicht hätte ich es nicht machen sollen, weil ich gerade sehe, dass... Ich hasse irgendwie Turmkommando auf dieser Map, ohne Witz.
Aber ich hätte es auch nicht sagen. Ich weiß nicht, ich muss es mögen eigentlich, weil sonst kriege ich das nur noch. Aber dann ist ja auch doof, weil. Geht's ja nicht mehr. Nee, also irgendwie ist das total weird. Also, da, jedes Mal, wenn ich irgendwie was nicht so gut finde, hat Nintendo die Entscheidung getroffen, jo, das kriegst du jetzt immer. Ich meine, das ist jetzt, glaube ich, auch schon die gefühlt fünfte Runde auf dieser Map. Wo ist der Market? Ich vermisse den Market. Ich brauche ein neues Paar Schuhe. Ich will was kaufen, shoppen. Was bringt mir so eine Kacksiedlung? Ich habe keine Tinte für den. Wenn ich den an der Wand nehme, ne? Jo, doch! Ah, ich dachte, der wollte hoch. Okay, ärgerlich, schade. Was eine Wanne, ey. Mann, das war traurig. Sprengklar, lol. Jetzt kommen die wieder so nahe. Das tötet meine Serie. Sehr gut. Und nur noch die Wanne. Oh, die Wanne ist so. Sozial. Ah, da hätte man mehr, habe ich auch ein bisschen mehr vom Team erwartet. So. Also ich meine, da springen zwei Leute hin, eine Wanne ist da. Da hätte man ja auch mal wirklich mit verteidigen können. So. Mann, ey. Ich vertraue dir doch! Töte ihn! Oh, ich habe ihn einfach nur abgelenkt. Ich wollte ihn gar nicht töten. Aber mein Mate hat sich geschissen bekommen. Ich bin tot. Ah, das war schlecht. Okay, ja gut, GG. Ja, mein Gott. Schade. Schade. Ja gut, damit ist die Serie kaputt. Bei einer 1 bis 2, das endlich aufhört die Serie. Aber nein, jetzt bin ich bei 4 zu... Helf, durchziehen, durchziehen. Gibt ja mehr Punkte halt, dann verlierst du weniger Punkte. Vielleicht gewinnst du sogar noch, Fini. Let's go. Yay, wieder Flounder High. Ist ja nicht so, als hätte ich gar keinen Bock auf diese Map. Naja, gut. Man muss damit leben, das Beste drauf machen. Magolor? Ah, okay, gut. Magolor wird natürlich für mich surrendern, ne? Nein, Quatsch. Auf ein gutes Match, Magolor! Und ich hoffe, dass ich der Besser bin, lol. Jetzt hat mich die Bombe da noch, ne? Nee. Mein Team! Okay, cool. Dann bin ich nicht der Einzige, der da jetzt gerade enttäuscht.
Ich gehe, ich flanke von links, sagte er, damit ich Magolov vielleicht. Oh, ich treffe jetzt einfach nicht. Wie lächerlich! Es lebt nur Magolov. Was ist los da, Leute? Auf dem Turm! Ich wollte gerade Splash down. Keine Tinte gab. Fuck. Ende. Ah, scheiße. Ich dachte, den kriege ich kaputt, aber leider nicht. Jo, wir müssen ja den Anfang einfärben, sonst verlieren wir Revierkampf. Okay, ich mach mit. Blau ist er tot. Einfach der den Anfang enge. War so cooler Splash dann. Ärgerlich. Kriegen wir nochmal aufgehalten? Nee, ne? Ne. Das war ein Nein. Fuck! Magolor! Magolor! Ärgerlich. Lol, hochgeht vielleicht, lol. Na! Stop pushing, let's go! Ja, wenigstens einen mitgenommen. Übung! Ich sag ja, ich glaube, so dieser Weg von da oben nach unten ist halt so hart, weil man die ganze Zeit High Ground hat. So. Also man muss echt hart von, ne, dann halt von hinten da irgendwie vom Turm kriegen. Ich finde das echt heftig. Aber GG Magolor. Dazu. Ja, stimmt, das ist was. Ja, gut, okay. Aber wenn Lisa jünger ist als Pommes, dann würde ich das auch als Beleidigung nehmen. Endlich mal wieder die tolle Map hier, ey. Auf die habe ich seit einer Woche gewartet. Also nicht, dass die Map cool ist, aber besser als Flounder, Bullshit, Rotzikotz. LOL! Ich will nicht, aber ich muss und ich krieg meist ein bisschen Cash. Boah, also ganz ehrlich, ist es mir. Ich glaube, ich würde nicht für viel Geld Eier suchen gehen, weil zum einen wäre es einfach super, weiß ich nicht, keine Ahnung. Gut, ich hätte eigentlich keinen Bock drauf, aber also dafür bezahlt zu werden, ne? Yo. Warum nicht? Ah, mal kann man das machen.
Außerdem, was heißt zu alt dafür? Eier suchen ist die Hauptaufgabe in Salmon Run. Alltägliches Leben eines Salmon Runners. Der Roller, lol. Ah, toll. Überall Sprungbojen. Ah, durch die Wand, okay. Jo, natürlich. Hätte ich auch gemacht an seiner Stelle, aber ich bin schlecht. Ganz versehentlich. Ey, die Gegner haben so viele Sprungbojen, ne? Krass. Spirit Back der. Boah, ey, was ist denn los mit dir, Belly Depp? Weiß ich nicht, wäre nicht so stolz darauf, wenn ich zu zweit einen kaputt gemacht hätte. Aber vielleicht habe ich ja schon mal seine Gefühle verletzt. Gut so. Schade. Ah, das springe ich jetzt mal nicht. Es lebt nur noch der Roller, ne? Let's go. Ja, es kann ja auch nicht sein, dass nicht irgendwie mal nach oben kommt. Ich geh jetzt auf den Turm. Die Bombe war doch an der Kante. Wie soll mich die Bombe denn erwischen? Also in keiner Dimension wäre das möglich gewesen. How? Gut, ey. Ja, bin ich jetzt nicht so begeistert, dass mich die Bombe da erwischt hat, aber gut, ich glaube, das war auch ein starkes Team. Ich meine, da macht man nicht viel gegen. Jetzt 4-3. Das nur, weil ich immer gut. Boah, das ist, glaube ich, das Match habe ich. Da ist dieser PS. Nein. Und 50 hast du. Verrückte Welt. Moin, geht. Oh shit. Magolor? In meinem Team, okay.
Und dann noch der Slosher dazu. XD. Wir können spielen, ne? Offensive! Mein Turm. Hey, wie kann der es? Geht das einfach? Kann so ein Pinsel einfach mit seinem Pinsel da oben rumwabbeln, wie weiß ich nicht was? Warum falle ich da runter? Das war so traurig. Ja, ja, ich bin ja. Ich bin hier. Macht halt schon. Lol. Regel das schon. Support! Mann, ey. Und bis später, Bommes. Viel Spaß noch und schön, dass du da warst. Magala! Spring zu dir, ne? Whee. Lol. Ich geh mal wieder drauf. Ich glaube an euch. Ey, das ist schon das zweite Mal. Ich kann nicht schwimmen. Aber gut, der hätte mich jetzt eh mit der Trisuka erwischt. Also lieber so als... Keine Ahnung. Ich gehe mal wieder auf den Turm, ne? Okay, den hat wer anders genommen, sehr schön. Ich glaube an euch! Oh, einen habe ich ja bin. Oh, da sind noch zwei. Aber wir haben die Führung. Naja, gut. Dieser Pinsel, wie kann er denn einfach so aus dem Nichts kommen und dann bababab und dann bin ich tot. Egal, gut, wir haben nochmal die Führung ein bisschen ausgearbeitet. Fuck, 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 fuck. Ich spring nicht nochmal. Na, shit. Ich hätte vielleicht erstmal meine Special irgendwie holen sollen und dann da kamikaze-mäßig voll da reinbuttern. Hä? Gut, wie der mich erwischt hat, keine Ahnung, aber dann ist das so. Wenn ich wieder ins Wasser gefallen wäre, ich hätte geholt. Hm, egal, ich habe ihn mitgenommen. Nur noch der Slosher. Jawohl. Geh doch da drauf. Geh doch. Ich glaube, das hat er gehört. Oh, cool. Ich habe bald meine 300 Siege. Wie cool ist das denn? Fress gleich zurück. Ja, viel Erfolg verfahre ich nicht.
Kannst ja vielleicht noch wegen Papier gucken, ne? Vielleicht. Nice. 3 von 4 Kills waren Sukas. Ja, Suka ist ja auch keine schlechte Special, ne? Das ist halt leider, was ich immer noch viel zu selten mache, ist zu gucken, ob ein Gegner eine Special hat. Dann ist er unten! Wir sind immer noch unten! Sehr gut. Der Duffus Ping Spam ganz gut, um halt zu zeigen, yo. Der lebt ja doch noch, ne? Der ist noch da und so ein Scheiß. Boah, ey. Wenn ich jetzt da geblieben wäre. So wie jetzt. Ach man, fuck, ey. Was war das für eine Squid-Rolle? Ich habe ja gelernt, egal wo die Bomben hängen, ne? Ah, Kacke, ey. Obwohl ich eine Squidward gemacht habe und noch das Klirren gehört habe. Schade, schade. Mal gelohnt. Hart. Rücken auf Englisch. Boah, ich muss bei solchen Aussagen, also solchen Ansagen, so ein bisschen wie an Mimi denken, wo er seinen Diss-Track gegen Leon Moshe gemacht hat. Wie Essig, nee, das glaube ich eher weniger wie Essig auf Englisch. Sowas zum Beispiel. Schade. Was sagst du zum derzeitigen YouTube Deutschland? Boah, weiß ich nicht, was genau du meinst. So, ich bin leider nicht so drin in YouTube Deutschland. Ich gucke halt meine Bubble und Ende. Bin auch mehr Twitch-mäßig unterwegs. Daher weiß ich nicht, ob ich da wirklich... Kommt der Kill? Ja, Splashdown ready. 3 Leben und die haben gerade keine Special. Okay, sehr gut. Perfekt. Ja, lebt nur noch der Sniper, ne? Na, fuck.
Ja. Ah, Mann, ich wollte da weg, weil da die Bombe ankam. Na gut, jetzt auch noch verteidigen, ne? Nein, er ist noch nachgekommen, ey. Magolo! Nice! Ich finde, das hast du gut gemacht. Sieg Nummer 300. Meine Bubble. Ich kann. Also, meine Bubble ist halt so. Ich zum Beispiel bei Wolfie drumherum oder so. Also, alles, was so auf Twitch ist. Bei Rifty. Clickbait. Aber auch so. Ich weiß nicht, mich interessiert halt auch so Deutsch. Sprache ich eher weniger. Also da bin ich, glaube ich, eher so, gehe ich auf Kontakt basiert. So zwei von den YouTubern, die kenne ich halt zum Beispiel. Also kennen jetzt in Anführungsstrichen, ne? Wie halt eben zum Beispiel Blue oder Master. So, dann gucke ich mir halt eben da beispielsweise eher die Videos an, so als von irgendwelchen Leuten, die ich überhaupt nicht kenne, so. Aber so sonst kriege ich halt einfach nichts mit. Und das meiste ist mir halt auch einfach egal, weil das einfach nur Sensationsgeilheit gedöns ist. So, was habe ich denn davon? Ich kenne die meisten ja nicht. Beispiel, nehmen wir zum Beispiel Destiny Cast. Ne, auch der Skandal da drum. Yo, aber ich habe doch gar nichts mit dem zu tun. Also kann es mir auch kackegal sein. Ich kenne keinen Apo Red, ich kenne keine Shuyoka, ich habe mit denen gar nichts zu tun. Also was soll mich denn da stören so? Sollen ihre Aussagen oder ihren Scheiß abziehen und, ne, und dann mache ich mir lieber selbst ein Urteil davon, ne? Na, theoretisch gesehen ist es, können die genauso gut einfach die Ausschnitte präsentieren, die sie kritisieren, ohne ihre dämliche Meinung noch dazu zu geben. Nehmen wir zum Beispiel Random Kai und Domtendo zum Beispiel. Er hätte einfach den Clip gepostet, er hat genauso denselben Effekt, als wenn er den Clip gezeigt hätte und gesagt hat, guck mal Leute, das ist problematisch, lul. So, ja, mich interessiert meistens nicht das, was irgendwer sagt, sondern vertrauen nur das, worauf, was ich dann anschaue. Und da ich zu den meisten ja auch dann eh nicht schaue, ist es ja auch scheißegal. Also ich kann ja zum Beispiel von Shuyoka, Upper Red, Destiny Cast, whatever halten, was ich will. Das kann denen ja egal sein, weil ich noch nie irgendwie was mit denen zu tun hatte. So. Daher äußere ich mich auch, was das angeht, auch gar nicht dazu. So, ich habe mit denen nichts zu tun, also was interessiert, weiß ich nicht. Also kann es ja auch eigentlich egal sein. Hat auch meiner Meinung nach auch keinen Mehrwert, wenn sich Leute zu etwas äußern, die da nicht viel zu tun haben. Wenn ich jetzt ein Fan von denen wäre, okay, dann könnte ich es vielleicht noch rechtfertigen irgendwie oder... Warum ich noch schaue, whatever, aber bin ich ja nicht. Ich zum Beispiel bin auch kein, also ich bin auch, was das angeht, auch neutral oder so. Ich kann auch zu einem negativen Ding sagen, yo, da muss man mal ein bisschen netter umgehen. Zum Beispiel, ich kriege ja beispielsweise in der Splatoon-Bubble auch die ganze Thematik um Flash mit. Auch da sage ich, yo... Was da passiert, ist halt nicht cool, aber man muss ihn ja auch nicht gleich beleidigen oder provozieren, lol. Also ich bin, was das angeht, auch neutral. Zum Beispiel, ich mag Domtendo jetzt zum Beispiel nicht. Also ich bin jetzt da kein größter Fan von und bin jetzt eher in See, stehe eher unsympathisch ihm gegenüber. Aber auch da habe ich ganz neutral gesagt, lol, der Clip ist komplett aus dem Zusammenhang gerissen. Was mit ihm ist, ah, das muss ich ja jetzt nicht unbedingt thematisieren, weil ich bin ja auch nicht in der Thematik drin. Weiß nur eher der unbeliebtere Splatoon-Dings, der öfters gebannt wird. Und da bin ich dann halt, weiß ich nicht. Also ich bin halt, was das angeht, eher immer so der, weiß ich nicht, ich sehe es immer sachlich und unemotional auch. So, keine Ahnung, ich sehe auch keine Kontaktschritte in irgendwas. Deswegen, ich halte mich aus sowas eigentlich auch lieber raus. Oh lol. Und deswegen habe ich da auch, weil die Sache ist ja auch, und das kommt ja auch immer dann noch dazu, wenn man irgendwie eine Kacke weitererzählt, wenn, weiß ich nicht, zum Beispiel das mit Domtendo zum Beispiel. Hallo? Hallo? Und wenn ich da jetzt zum Beispiel irgendwie zu etwas
preisgeben und anhand dessen bewerten die auch nicht irgendwie viel anders. Beispielsweise diese Anzeigenhauptmeister. Wo ist der Unterschied zu RTL Bild, zu einer Reaction von dem Montana Black und Co. halt? So, und ihn da als Witzfigur zu präsentieren. I don't know, I don't care. So, weiß ich nicht. Bin da jetzt deswegen. Ich halte mich, was das angeht, eher raus. Ich versuche eher das Positive darum zu sehen. Klar, ich informiere mich so ein bisschen über beispielsweise Alpha Kevin so. Aber ich muss auch nicht immer gleich der Meinung sein. Also ich fand letztens auch, da hat irgendwer sich beispielsweise... Damit! Ganz komisch zu Homosexualität geäußert, so eher so. Aber ich... Da wurde sie halt komplett als homophob und bla geframed, wo ich auch dachte, yo, bin ich halt ein bisschen weird, aber gleich so, jeden gleich als so abzuframen. Weil ist ja auch irgendwie so als Menschenhasser finde ich auch ein bisschen hart. Und dann war ich halt auch eher so. Muss ja nicht gleich jeder, wenn man nicht einen, weiß ich nicht, nur wenn man eine andere Sicht hat, die nicht gleich Hype, Feier und Juhu ist, ist man ja nicht gleich Menschenhasser. So, lol. Aber gut, davon könnte ich ja sogar ein persönliches Lied singen, also, aber... BOOM! Ich habe mich mitgenommen. Ah, das ist wieder ein anderes Thema. Aber ich, wie gesagt, da halte ich mich einfach mehr raus. Klar, so ein bisschen informieren ist nicht verkehrt, aber ich bin eher so ein... Ich schaue mir die Sachen an, die dort sonst so präsentiert worden sind. Aber ich... muss ja nicht immer der Meinung sein von irgendwelchen Influencern, so. Ist meiner Meinung nach auch der... Ich will mich jetzt da nicht selbst hochloben oder sagen, wie erwachsen und reif ich bin. Aber ich finde, das ist so ein Punkt, wo man eigentlich... Der Punkt wird langsam... Wo man sagt, yo, ab dem Punkt wird man ein bisschen erwachsener. Wenn man sich nicht von irgendwelchen Meinungsgedöns beeinflussen lässt. So. Oh Gott. Aber das sieht gerade nicht so gut aus hier. Wir haben nicht einen Score gemacht hier. Aber ist noch alles offen. Ja, vielleicht ist auch meine Schuld, weil ich gerade nicht so den Fokus hatte. Was eigentlich Coop Schuld ist, weil er mich abgelenkt hat. Ah, shit, ich dachte, ich könnte die wenigstens ablenken. Nice Double Kill. Ich hab gedacht, das geht schief. Boah, was ist hier los eigentlich? Ich habe das Gefühl, so krass sind die nicht. Oh, der hat gleich eine Booyah-Bombe. Und einen Krabbenpanzer. Aber irgendwie kommen wir nicht aus dem Quark. Oh, ich habe mir schon gedacht, dass die kommen. Ah, shit. Also ich habe nicht das Gefühl, dass sie so krass sind, dass sie hier uns so hart dominieren müssten, aber... Ich habe doch gewusst, dass er hochkommt.
Ah, der Slasher. Okay, das war nicht schlecht abgefangen. Das hat er gut gemacht. Hallo, schade. Für dich ist es, kannst mir sagen, was du möchtest, glaube natürlich dir erst, das auch Belege. Ja, genau, es geht um Belege und dann, also genau das ist es halt. Also ich finde auch da, man kann ja einfach Belege droppen und sagen, jo, hier, schau dir das selbst an. Deswegen habe ich zum Beispiel, also jetzt